Projekts Hör mir zu fort, welches auf dem Internationalen Kongress des Jungen Netzwerks, einer Initiative der Stiftung Verbundenheit 2020 in Bayreuth entstanden ist. Heute sprechen wir mit Lukas Giedler über deutsche Minderheiten und Deutsche in Polen. Lukas ist Historiker mit deutscher Herkunft und wohnt in dem osteuropäischen Nachbarland. Dort setzt er sich für die bilateralen Verbindungen ein. Er ist Mitglied des Vereins Bund der Jugend der deutschen Minderheiten in Polen und der sozialkulturellen Gesellschaft der Deutschen in Schlesien. Lukas, herzlich willkommen. Hallo, liebe Leute. Ja, dann fange ich mal mit der ersten Frage an. Die geht nämlich auf die historischen Spuren der deutschen Minderheiten in Polen zurück. Könntest du diese einmal kurz für uns erläutern? Ja, klar. Also bis zum Ende des Ersten Weltkriegs, ganz Schlesien war in Deutschland. Ja, also fast ganz. Ja, die deutschen Städte wie zum Beispiel Bielitz, Skoczów und Teschen, das war österreichischer Schlesien. Ja, das war ein kleines Teil von Schlesien, die in Österreich und Ungarn war. Ja. Aber nach dem Zweiten Weltkrieg, ganz Schlesien konnte nach Polen, ja, also die Grenzen waren mehr westlich als früher. Und deshalb auch die alle deutschen Bewohner aus Niederschlesien waren Flüchtlinge in Deutschland. Aber die waren meistens vertrieben auch, ja. Das war nicht so, dass sie haben beschlossen, selbst von sich auszufahren. Ja. Im Opelner Schlesien, ja, also in heutigen Woiwodschaft Opeln, da gibt es viel mehr deutsche Familien, weil dort waren die Vertreibungen nicht so stark wie in Niederschlesien. Ja. Eigentlich die beste Situation war im heutigen Woiwodschaft Schlesien, ja. Also Katowice, Beuthen, Tarnowitz, auch Bielitz, ja. Wir sprechen über die historischen Spuren, ja, aber eigentlich die Deutschen sind hier noch immer da und wir sind noch heute daheim, ja. Genau, wie du es schon gerade sagst, die aktuelle Situation in Polen, genau, es sind heute immer noch viele Deutsche in Polen, Entschuldigung. Aber könntest du nochmal sagen, anhand welcher oder welche historischen Wendepunkte auch die Beziehung geprägt haben? Also eigentlich ist das Jahr 1922 sehr wichtig, ja. Also nach der Volksabstimmung haben die Schlesier gewählt, dass sie möchten in Deutschland bleiben. Aber nach der Abstimmung, ja, also 1921, war das polnische Aufstand in Schlesien. Und nach dem Aufstand bekommen wir neue Grenzen, ja. Und seit dieser Zeit sprechen wir über deutsche Minderheit in Polen, ja, wenn wir über Schlesien erzählen, ja. Noch eine andere Situation war in Pommern zum Beispiel und in Preußen, ja. Aber zum Schlesien zurück, ja. Das war das Anfang von deutscher Minderheit, ja. Eine sehr starke Minderheit, ja. Wir hatten damals verschiedene Politiker, Rechte, Linke und so weiter. Wir hatten viele Politiker, die eine sehr gute Position hatten eigentlich. Ja. Also in jeder Stadt eigentlich war ein deutscher Bürgermeister. Ja. Heutzutage ist es so nicht. Ja. Also nach dem Zweiten Weltkrieg waren viele Flüchtlinge und viele Vertriebene. Und das ist das zweite große für unsere Geschichte Datum. Ja, also 1945, ja, wenn die alle deutsche Familie vertrieben wurden. Und das war eine schreckliche Zeit, ja. Da haben wir 45 Jahre Kommunismus, wenn niemand über deutsche Minderheit gesprochen hat, ja. Also in 90er Jahren musste man alles am Anfang wieder gründen. Und das war eine sehr anstrengende Aufgabe, ja. Wir müssen nachdenken über die Kommunismuszeit. Also wie schwierig für die alle Leute war, seine Identität zu behalten, ja. Weil das, was das Unterschied zwischen Polen und den Deutschen ist, ja. Also
für mich persönlich das wichtigste Unterschied, ja, dass die Deutschen sprechen über Vaterland, aber auch über Heimat. In Polen spricht man meistens über Vaterland, ja. Und Heimat ist das Wichtigste für uns. Und es war so und es ist so bis heute auch, ja. Also viele Deutsche, egal ob wir über Oberschlesien oder Niederschlesien sprechen, die sagen, dass das Wichtigste ist nicht nur ganz Deutschland, aber Schlesien, ja. Und deshalb die Familie, die hier geblieben sind, sind hier geblieben. Die haben gedacht, gesagt immer, dass die Liebe zu diesem Land ist das Wichtigste. Und die können seine Häuser so einfach nicht verlassen, ja. Genau, ja, verständlich. Und wie würdest du sagen, steht es heute um die Rechte der deutschen Minderheiten in Polen, also jetzt bezogen auf die Ausübung der kulturellen, sozialen und politischen Rechte? Also man muss sagen, es ist nicht so schlecht als in Kommunismuszeit, ja. Also damals hatten wir eigentlich keine Rechte, ja. Keinen Politiker Deutschen im polnischen Parlament, ja. Wir hätten keine Gesellschaft eigentlich, ja. Es waren ein paar verschiedene kleine, ja, aber eigentlich ohne irgendwelche Finanzen, also im Amt, also im Parlament, im polnischen Parlament und so weiter. Jetzt ist es viel besser. Seit 90er Jahren, wenn die erste deutsche Gesellschaft gegründet waren, ja, bekommen wir Geld nicht nur aus Deutschland, aber auch aus polnischem Ministerium. Und das ist echt gut für die Entwicklung des deutschen Minderheit, ja, in Polen. Ja. Deshalb haben wir auch verschiedene Möglichkeiten und verschiedene Projekte zu leisten. Die kulturelle zum Beispiel, ja, also verschiedene Konzerte, kulturelle Wettbewerbe und so weiter. Ja. Und das funktioniert. Ja, das funktioniert. Aber wenn wir über die Politik sprechen, ja, dann müssen wir ein bisschen über deutsche Minderheit als ein Instrument erzählen. Ja. Also die rechte Politiker, ja, eigentlich aus Peace-Partei, ja, oder von den Nationalisten, ja, die sagen immer, dass die Deutschen eigentlich Feinde sind, ja. Sie zeigen das Bild von den Deutschen, ja, sehr negativ. Und okay, es ist ein bisschen anders in westlichen Länder, polnische Länder, ja, die in der Nähe von deutscher Grenze leben, ja. Die kennen sich mit Deutschen, ja. Also sie sagen, ja, das ist nicht wahr, was wir im Fernsehen sehen, ja. Aber wir haben ein großes Problem im Osten, ja, wo die Leute Tag zu Tag keine Kontakte mit Deutschen haben, die kennen auch die deutsche Minderheit nicht und denken immer, dass das alles nur politisch ist, dass nur die deutsche Interesse in Polen und ja, sie sagen immer, dass wir fünfte Kolumne sind und so weiter, das ist echt schrecklich und das, was echt traurig auch ist, ja, das ist die Stärke von diesem Hass, ja. Also wie viel Hassen hören wir von der polnischen, ostpolnischen Seite, ja. Aber warum? Nur für die politische Gründe, ja. Also PiS-Partei und die Nationalisten brauchen einen Feind zu zeigen, damit sie mehr Stimmen bekommen, ja, weil sie sagen immer, ja, hier haben wir die schlechten Russen, die schlechten Deutschen und nur wir können euch vor ihnen verteidigen. Das ist alles Quatsch, ja, aber ja, wir sind die Opfer dieser Politik eigentlich. Und könntest du ein paar Bürgerinitiativen nennen in Polen, die die Rechte der deutschen Minderheiten schützen? Ja, klar. Also die größte Initiative, die die Jugendlichen eigentlich gegründet haben, ja, war die Aktion Sprachlos. Wenn wir über unsere Sprache gesprochen haben, ja, ja, es kommt so, dass einer von Rechtspolitikern
hat gesagt, dass wir müssen eine Symmetrie zwischen Polen und Deutschland haben. Ja? Und deshalb hatten sie gesagt, dass die deutschen Kinder sollen nur eine Stunde pro Woche Deutsch zur Schule lernen. Ja? Obwohl in dem Grundgesetz haben wir das Gesetz, dass alle Minderheiten in Polen haben das Recht, damit die Kinder von dieser Minderheit 3 Stunden pro Woche seine Muttersprache zur Schule lernen können. Ja? Also eigentlich, die Deutschen müssen auch 3 Stunden pro Woche haben. Ja? Ja. Von letztem Jahr haben wir so, dass alle Minderheiten haben 3 Stunden pro Woche für die Muttersprache, aber nur die deutsche Minderheit hat nur 1 Stunde pro Woche. Ja? Das ist ungerecht, das ist gegen das Grundgesetz auch. Und wir haben gesprochen mit Leuten, die im Europarat sitzen. Wir haben gesprochen mit verschiedenen Politikern auch. Und wir haben auch den Wissenschaftsminister angeschrieben. Ja, wir werden mal sehen, was kommt später. Ja. Aber das ist unglaublich für uns, dass die Kinder eigentlich die Opfer von Politik sind. Ja. Wieder mal. Genau. Wir haben gelesen. Und wir haben auch Freunde in Deutschland. Wir wissen, dass viele Länder die Geld für die Finanzierung für polnische Unterrichte geben. Ja? Und das ist kein Problem in Deutschland. Ja? Aber das, was auch sehr schwierig ist, ja? Also die Polen verstehen nicht, dass das System in der Föderalrepublik, ja? Also in Deutschland, ist ganz anders als das System in einem unitarischen Land wie Polen. Ja? Deshalb, wenn jemand spricht, dass Deutschland gibt kein Geld für Polnisch unterrichten, das ist eigentlich recht, ja? Weil die Finanzen bekommen die polnische Institution, die Schulen, aus dem Land, nicht aus dem Parlament. Ja? In Polen ist es ganz anders, ja? Aber das ist nur halb recht. Das Halbrecht, der kommt auf deinen politischen Grund und die Leute, ja, die vertrauen den Politiker. Die sagen, ja, okay, das ist ungerecht, dass die Deutschen haben keine Finanzen für polnische Kinder und wir haben für die Deutschen, ja. Aber es ist nicht so. Wir haben verschiedene Systeme und eigentlich, wenn wir das alles gezählt haben, die polnischen Kinder bekommen viel mehr Geld für die polnischen Unterrichte als die deutschen Kinder für Deutsch, ja. Also wenn wir eine Symmetrie machen wollen, dann sollen wir mehr Geld für Deutschunterricht in Polen geben. Ja. Aber uns reicht nur, dass wir gerecht behandelt werden, so wie andere Minderheiten. Also wenn wir alle das gerecht für 3 Stunden pro Woche haben, unsere Kinder sollen auch 3 Stunden pro Woche haben. Genau, hört sich nach einem sehr wichtigen Kampf an, weil vor allem Sprache ja auch einen unglaublich großen Teil der Identität ausmacht. Es ist sehr wichtig. Und sind an der Initiative vor allem junge Menschen beteiligt? Denn meine nächste Frage wäre, welche Rolle die deutsche Jugend eigentlich in Bezug auf die Bewahrung ihrer Kultur spielt? Also wie schützen junge Leute die deutsche Kultur in Polen? Also die ganze Aktion war die Idee von den Jugendlichen. Ja. Und echt vielen Dank für die alle erwachsene Organisation, dass sie mit uns mitgemacht haben. Ja. Ich komme aus Bielitz-Biala. In meiner Stadt gibt es keine große deutsche Minderheit. Ja. Deshalb auch, ich hatte keine Chance, in der Schule Deutsch zu lernen. Ja. Ich musste alles selbst lernen. Und wenn ich meine Freunde aus Open besucht habe, ja, dann habe ich gesehen, wie viele Leute für die Sprache eigentlich kämpfen. Ja. Und ich habe auch dort gesagt, wie groß ist das Schatz der Sprache für die alle Kinder. Ja. Wir sprechen nicht nur über Lernen in der Schule, ja, aber wir sprechen über die Zukunft von diesen Leuten. Ja. Viel bessere Zukunft, wenn sie zweisprachig sind, als wenn sie nur Polnisch oder Polnisch und nur Englisch sprechen können. Ja. Und die Jugendlichen, ja, so wie ich gesagt habe, die ganze Idee von dieser Aktion kommt von Bund der Jungen der deutschen Minderheit.
Und was machen noch die Jugendlichen? Ja, also zum Beispiel machen wir verschiedene Veranstaltungen, zum Beispiel Citybound Berlin, wo wir mit den Jugendlichen nach Berlin fahren, um die Hauptstadt von Deutschland zu zeigen. Wir machen auch verschiedene Reisen durch schlesische Städte, sogenannte Stadtrallyes, wo wir auch deutsche Spuren suchen, zum Beispiel, um die Geschichte zu zeigen und ein bisschen über unsere Vorfahren zu erzählen. Ja, es gibt auch verschiedene Traditionen, Verzeihung, die noch heute lebendig sind. Zum Beispiel, jedes Jahr kommen auch die Jugendlichen an Annaberg, wo wir eine große Messe haben, die für die deutsche Minderheit gemacht ist. Ja, es ist echt viel Veranstaltungen eigentlich, ja, wenn ich mir jetzt nachdenke. Super, Ja. ja, Wir viel haben auch zum Einsatz. Beispiel Deutsches Kinofestival, wo wir deutsche Filme uns ansehen, ja, und das, was auch schön an die allen Veranstaltungen ist, dass es ist nicht so, dass jedes Projekt, die wir machen, ja, ist nur für die deutsche Minderheit reserviert. Nein, es ist so, dass alle Leute sind herzlich eingeladen und es gibt viele auch Pole, die gerne mit uns kommen und sich gut amüsieren, ja, und Ja, etwas super. auch lernen. Das zeigt auch, dass die gute Koexistenz ganz, ganz einfach ist und einfach möglich. Genau, und du bist ja auch mit der Stiftung Verbundenheit in Kontakt getreten, heute jetzt wieder durch diesen Podcast. Was meinst du, welche Rolle die Stiftung Verbundenheit bei der Erhaltung der deutschen Minderheiten in Polen spielt? Ich glaube, das ist eine echt große Rolle, ja. Also, wenn wir uns erstes Mal getroffen haben, ja, also erstes Mal haben wir uns getroffen, ich persönlich mit Dominik Duda, der die Verbundenheit schon früher kannte. Er hat mich noch ein bisschen erzählt. Wir waren zusammen auch auf einer Jugendkonferenz in Posen. Da habe ich Marco Just kennengelernt. Grüße für Marco. Und ja, dort haben wir ein bisschen über die Jugendlichen in verschiedenen europäischen und nicht nur europäischen, sondern auch in Südamerika, in Asien Minderheiten gesprochen. Ja. Und ja, wir haben uns in Bayreuth getroffen, da haben wir über verschiedene Themen gesprochen. Ja, und das war eine echt gute Inspiration für uns, ja, was man noch machen kann. Aber das, was auch wichtig ist, nicht nur Inspiration, aber auch Integration, ja, damit wir auch wissen, dass eigentlich dieselbe Leute wie wir auch seine Probleme in zum Beispiel der Tschechischen Republik haben, ja, in der Ukraine, in Asien, auch in Südamerika, ja, also Paraguay, Bolivien, und so weiter. Ja, das ist echt schön. Und ja, ich habe das Gefühl, dass zusammen sind wir auch stärker. Ja, das ist Ja. auch eine sehr gute Situation, eine sehr gute Möglichkeit, nicht nur die anderen Projekte zu erkennen, ja, aber auch das Erfahrungsaustausch zu machen. Und das, was wichtig ist, ein bisschen über die Probleme auch sprechen, ja. Weil wenn wir erzählen, was für eine Probleme wir haben, dann vielleicht jemand hat ähnliche, aber oder Eine hätte Lösung. Erführer ähnliche und er hatte eine Lösung für uns, ja. Also okay, danke, gib uns diese Lösung. Wir helfen dir bei einem anderen Projekt, ja. Also eigentlich ist es auch gut, wenn wir sehen auf diesem Interview auch, ja, das ist auch ein Projekt zwischen Polen, Oberschlesien und Bolivien, ja, was finde ich auch echt gut und
Ganz genau. Genau, du hast gerade von dem Jugendforum Bayreuth erzählt, wo halt Menschen aus Lateinamerika mit euch zusammengekommen sind. Und da hast du eben schon ein bisschen was angesprochen. Welche konkreten Gemeinsamkeiten und Unterschiede würdest du denn jetzt herausfiltern zwischen den deutschen Gruppen in Süd- oder besser gesagt Lateinamerika und genau den deutschen Gruppen in Polen? Ja, also ich glaube, dass das, was wir gemeinsam haben, ja, das ist die Stärke, die wir für weitere Projekte haben, dass wir viele Ideen haben und eigentlich dass wir uns immer noch erinnern, dass Deutschland für uns wichtig ist, ja. Also die ganze deutsche Identität. Aber das, was das Unterschied ist, ja, das sind die Möglichkeiten. Das sind die Möglichkeiten, ja. Also wir haben ein bisschen über die Geschichte gesprochen, ja, mit den Leuten aus Südamerika, ja. Wir haben gesagt, dass es gibt keine Konflikte, solche Konflikte wie in Europa zwischen den verschiedenen Minderheiten in Südamerika, ja. Also zum Beispiel, wenn jemand deutsche, polnische, italienische oder irgendwelche Vorfahren hat, das ist alles okay, ja. Also wir sind alle hier aus einer Familie von Migranten, ja. In Europa gibt es so nicht. Viele Leute erinnern sich an viele Konflikte, auch geschichtliche Konflikte, die eigentlich keinen Sinn heute haben. Und das ist nur Geschichte, nichts weiter. Und das bedeutet auch, dass manche Ideen, manche Projekte sind viel schwieriger zu leisten als in Südamerika, glaube ich. Ja. Also zum Beispiel, die Geschichte von deutschen Migranten in Südamerika ist sehr neutral. Ja. Also das ist das, was eigentlich alle dort haben. Ja. Egal, ob sie Italiener sind, Polen, Deutscher und so weiter. Ja. Aber in Europa ist es so nicht. Ja. Wenn wir über die Geschichte sprechen, dann gibt es immer ein paar Leute, die sagen, okay, aber die Deutschen sind für den Zweiten Weltkrieg verantwortlich. Ja. Und das ist auch ein Problem für uns, ja, weil nicht viele Leute möchten hören, dass unsere Vorfahren nicht schuldig waren. Ja. Wir müssen immer nach diesen Schuld denken und naja, das ist ein bisschen mehr problematisch. Problematisch ist das auch, dass die deutsche Minderheit in Osteuropa, weil es ist nicht so, dass nur in Polen. Ich glaube, dass dieselbe Situation ist auch in anderen Ländern, ja, so Rumänien, Ungarn, Definitiv. Tschechische Republik, in der Ukraine. Die Minderheit ist immer politisch. Und das ist auch die Schwäche für unsere Organisationen, ja, weil immer wenn wir etwas Positives machen wollen, ja, irgendwelches Projekt, zum Beispiel für Kultur, da gibt es viele Leute, die sagen, okay, das ist super, das ist etwas anderes als unsere Kultur. Aber es gibt auch viele Leute, die dagegen sind und sagen, okay, das ist nicht so, dass die Deutschen möchten seine Kultur zeigen. Die möchten unsere Kinder germanisieren, ja. So etwas können wir hören, ja. Und das ist nicht nur von einer oder zwei Personen. Da gibt es eine echt große Gruppe von Leuten, die so etwas denken, ja. Also das ist echt problematisch manchmal, eine Idee haben, die total neutral ist, ja. Das ist eigentlich unmöglich, ja. Und da müssen wir noch Hoffnung haben, dass jemand, wer zum Beispiel im Ministerium sitzt, sagt, okay, diese Idee, dieses Projekt ist echt gut, da können wir Geld geben. Oder wenn wir Pech haben, gibt es Leute, die sagen, okay, nein, die Deutschen machen wieder etwas, was uns nicht gefällt und was antipolisch ist. Ja, das ist total Quatsch. Aber ja. Genau, also meinst du auch, die Haltung generell müsste etwas moderner auch einfach
werden, damit solche Kulturprojekte zum Beispiel mehr Chancen haben, damit junge Leute mehr gehört werden? Ist das auch so ein bisschen, was du meinst? Ja, das bestimmt. Also wir haben auch in der deutschen Minderheit, nicht nur in Polen, aber auch in anderen Ländern, ein Generationsproblem. Ja. Also was schwierig ist, zum Beispiel in Polen, so wie ich gesagt habe, 45 Jahre Kommunismus hat viel Schlimmes gemacht, zum Beispiel viele Familien, also Tausende Familien eigentlich, haben seine Identität verloren, ja. Und deshalb auch die Kinder und die Enkelkinder von den Deutschen meistens wissen nicht eigentlich, dass sie Deutsche sind, ja. Dass sie mit der deutschen Kultur irgendwelche Verbindung haben oder früher seine Familie hätten. Die haben keine Ahnung, dass so etwas früher war, ja. Und deshalb auch haben wir nicht so viele jugendliche Mitglieder, wie wir uns wünschen. Ja. Das zweite Grund war, dass bis zum 2004 Polen war nicht in der Europäischen Union. Und viele Jugendliche haben nachgedacht und glaubten, dass wenn sie Mitglied von unserer Gesellschaft sind, ja, dann da könnten sie ein leichteres Weg und die deutsche Papiere zu bekommen haben, ja. Okay, aber nach 204, wenn wir schon in Europäischer Union sind und heutzutage auch in Schengen-Zone, ja, da brauchen wir auch die deutsche Papiere nicht so wie früher. Alle Grenzen sind geöffnet und ja, viele Leute haben kein Interesse, sich weiter für deutsche Minderheit zu interessieren. Ja. Drittes Grund ist, dass leider viele Deutsche, die heute schon 70 oder 80 Jahre alt sind, haben sich in den 90er Jahren nicht für das Erbtum eigentlich gekümmert. Ja. Die sagen jetzt, ja, weil die Jugendlichen interessieren sie sich für unsere Herkunft nicht. Ja, okay, aber ich frage immer, und was hast du gemacht, damit die Jugendlichen sich interessieren? Und da gibt es immer leiser, ja. Und das sind die drei, ich glaube, die größten Gründe, warum die deutsche Minderheit immer kleiner wird, ja, und warum haben wir nicht so viele Mitglieder, wie wir uns wünschen. Genau, das ist auf jeden Fall ein schwieriger Kampf, aber von dem, was ich gehört habe, bist du auf jeden Fall sehr doll daran beteiligt, dass es wieder bergauf geht, dass die deutsche Sprache einfach wieder präsenter wird. Und genau, was denkst du denn, was danach entsteht, also nach so einer Begegnung zum Beispiel wie in Bayreuth? Du hattest gerade schon ziemlich viele positive Aspekte genannt, aber ist das wichtig auf jeden Fall, so einen Austausch zu haben, so einen Erfahrungsaustausch wie beim Jugendforum? Ja, es ist echt wichtig, ja. Also wenn wir uns mit alle Leute dort getroffen haben, ja, wir waren einfach begeistert, ja. Wir haben wieder gefühlt, dass alles, was wir hier machen, hat einen Sinn, ja. Es ist nicht so, dass wir machen das nur für uns und niemand weiß über uns nichts, niemand sieht uns und so weiter. Nein, wir sehen, dass unsere Wörter sind in Deutschland gehört, ja. Also das, was wir machen, die Deutschen sehen es auch, nicht nur die Deutschen, aber auch die Leute, die sich für die deutsche Minderheit interessieren, aber nicht in Deutschland leben, ja. Zum Beispiel wie in Südamerika oder in anderen europäischen auch Länder. Ja, ich glaube, dass solche Begegnungen sind sehr wichtig, auch für neue Erfahrungen und für die Kontakte, die wir dort neue bekommen haben. Ja, das glaube ich, ist das Beste daran. Super, ich glaube, das waren wunderschöne Abschlussworte und würde dir deswegen vielmals für das Gespräch danken. Hört gerne in unsere erste Folge hinein. Dort habe ich mit dem
Projektleiter des Jungen Netzwerks und stellvertretenden Geschäftsführer der Stiftung Verbundenheit, Dr. Marco Juskilis, gesprochen. Und genau, Lukas, vielen, vielen Dank für diese wirklich interessanten Infos und alles Gute. Danke fürs Zuhören. Dankeschön. Ich hoffe, dass mein Deutsch war nicht so schlimm. Dein Deutsch war super und alles selbst beigebracht. Darauf kannst du sehr, sehr stolz sein. Viele Grüße für euch alle und Dankeschön. Wiedersehen.